Ja, ich spare auch auf jeden Fall ein besseres Mikrofon. Ich muss mir eins kaufen jetzt demnächst. Und eine Facecam muss ich mir auch. Soll ich zu dir in die Lobby kommen oder kommst du zu mir? Ich bin bei dir in der Warteschlange. Keine Ahnung, es dauert 10 Jahre, bis ich ankomme. Aber es ist nicht voll hier. Green Screen. Tschüss. Seit wann sind die Typen hier? Jens, braucht man auch ein Green Screen? Oder Black Ja, Screen? schon, wenn du den Hintergrund und so nicht haben willst, dann musst du das natürlich alles in Greenscreen machen. Dafür brauchst du aber spezielle Programme und das wäre am besten, wenn du das dann über den Computer machst. Ja, glaube ich. Da habe ich ja keinen guten, außer Laptop hier. Ja, ist doch vollkommen. Gibt auch spezielle Programme, mit denen du dann alles über den Computer machen kannst. Auch für Gerade mal, was mir gerade passiert ist. Hast du mich runtergefallen? Ja. Oh. Alter, nein, jetzt muss ich die ganze Scheiße aufkehren. Leck es auf. Nein. Auch nicht. Ah, warte. Moment, ich kehr das mal eben auf. Brauch ich das mal nicht getan? Da. Ah, nein, ich rauche erstmal auf und dann kehr ich das auf. Das Gute ist, ich kann ja jetzt auch in meiner Basis spawnen, ne? Weil ich da nämlich ein Küche Bett fehlt bei stehen dir. habe. Küche, ja, haben jetzt und ich haben gestern alle wieder rausgeekelt, ja? Alle. Alle Male. Alle weggeballert. Jep, ein nach dem anderen. Dann hat einer uns auch hat mir auch geschrieben, Stop it, weil ich schon die ganze gekillt habe, aber ich habe mich aufgehört. Ich bin voller Terrorist bei GTA Online. Und da meint Bin einer, zwar auch ein paar Mal gestorben, 2-1. aber drauf geschissen, ne? Schafft einer Ja, der eine war eh der 2-1 Geilste. auf. Der schickt mir eine Einladung hier wegen Deathmatch. 1 gegen 1, ne? Deathmatch. Ich nehme die an, was macht der? Der läuft einfach weg. Bis das Zelt abgelaufen ist. Trottel, ey. Ich hab da voll die Leute sitzen auf einmal, ne? Was ich eigentlich nicht hatte. Eigentlich war meine Basis total leer und da saß gar keiner drin. Ich komme jetzt zu euch in die Lobby. Buenos Momentos. Ups. Ups. Erst einmal klopfen direkt. Das ist mir egal. Ja, Ui, nein, von wo kommt erstmal das denn? aufklären. Ach, wieder das fliegende Auto. Das ist so geil. Ich muss mir das auch kaufen. Mein Motorrad ist auch geil, ne? Das Das will ich aber Fliegen auch ist auch mehr. Wo mega. ist der? Da hinten. Der Wichser. Ups. So, da muss ich mal aufkehren, den Scheiß. Warte, das löscht. Wie viel Muni steckt das fliegende Auto eigentlich ein? Weißt du das? Wie viele Lenkraketen? Du bist nicht in meiner Lobby, Jens. Wie, ich bin nicht in deiner Lobby? Natürlich, ich bin nur eben beigetreten. Nein, du bist nicht in meiner Lobby. Hey! Ich sehe da kein Billy 2x5. Ist jetzt ein neuer Kampfjet, ne? Das Ding. Aber dann drehe ich jetzt mal bei. Nö, ich kann nicht bei euch rein. Ihr seid bei mir angeblich in einer Mission. Da ist die Mission schon nirgends, sondern die Mission schon wieder im Ladebildschirm. Ich habe vorhin mein erstes Essen gegessen, ein bisschen Kellogg's. Hat den ganzen Tag irgendwie Meins gar war keinen eben ein Hunger. Brötchen. Ich danke dir auch nicht. Aber ich merke das auch in meinem Kopf. Der Paul um 5:30 wollte schon einschlafen. Sure.
Es wird langweilig, wenn man den ganzen vom Laptop hängt oder vom Tablet. Nee, der da soll mal ein saß hier bisschen neben mir. spielen mit seinen Autos. Jens, der saß hier neben mir und dann wollte er schlafen. Auf einmal sagt der Mama Decke. Dann war das nicht mehr einfach. Und ich so, nee. Schließ jetzt nicht ein. Das ist eigentlich schon Schnee da? Nee, ne? Nein. Dann wird es kommt dieses Jahr das wieder übermorgen. Kein Schnee. Ja, das werden wir nicht mitbekommen. Ja. Mit in der Lobby, ne? Ja, was ist das für eine Scheiße? Doch, Warum doch. kann ich das doch? Tja, kann kein Auto fahren. Geisterfahrer. Das ist voll mit Spielern, okay. Scotty auch getötet. Töten? Ich aber geht auch nicht, was komisches Spiel geworden, ne? Wie viele sind bei euch drin? Jens. Keiner bis jetzt. Ach so, meinst du in der Lobby? Ja, ja. Weiß ich nicht. Wie weit dann? Ach, was war das? Hier. Was ist das? Und ich glaube, dass immer noch voll ist. Wenn der mich jetzt gekriegt? Ach, der gescopen, der Sniper. Ah! Ein Gott, Monsieur. Du haben jetzt Todesurteil. Wir bei uns sind aktuell. Was war Maximum? 30, ne? Ja, ja. Ja, 28. Also kommst du hundertprozentig in den Dings. Warteschlange. So, jetzt habe ich. Ich bin drin bei ihr. Okay. Bisschen am Augen. Ein bisschen, aber es sind gerade die Bullente, die hier nerven.
Vielleicht einer ein Keyword. Polizei hat mich getötet. Warum? Ich bin nicht artig. Also. Ja, hast du Glück gehabt. Glück. Glück! Glück! Ah, schade. Sein fliegenden Bettmobil hinten. Ah, wurde er schon runtergeholt. Ach Marcel, du konntest übrigens letztens nicht. Es ist nochmal. Der Typ hat letztens auf deinem komischen Torwart auf, weil du das für alle zugänglich gemacht hast, ne? Ja, hab ich auch weggemacht. Hast du wieder bei dir im Party-Chat-Einstellungen eingestellt, dass jeder dich hören kann? Ja, ja, das bleibt. Das bleibt. Ich hab für immer gemacht. Ivan hat das Spiel verlassen. Ivan Para! Der Ivan. Warte, den nehme ich, den nehme ich, den nehme ich. Na, ich komme nicht durch. Oh, ruf mich an, du Otto. It's Jero Gamer YouTube. Ey, wo ist denn der? Ja, ist schon also wollt ihr erstmal Amok laufen? Ja, schick Einladung. Ihr habt gesagt, ihr wollt erstmal Amok laufen, also könnt ruhig Amok laufen. Schickst du Einladung? Bist du weg. Nein, dann krieg ich ja nicht in den Scope. Nein. Wollte ich gar nicht probieren, krieg ich eh nicht hin. Wo ist denn dein Moped? Ja, dann schick mal Einladung für die Mission, dann können wir das jetzt starten. Wir müssen erstmal die ganzen Vorbereitungen machen. Zeig hat Attentäter geschickt, um dich anzugreifen. Aha. Die Bulente! Wieder. Von meinem Computer aus. Alter, Putz! Ich wollte den auch gerade. Ja. Ach, der hat auf dich gescoped, schau, der hat auf mich gescoped. Ups! Ja, nee, ich bin auch dran. Na, kam meine Attentat schon an? Nein. Nein? Schade. Nein. Aber die Cops, die sind hier wie keine Ahnung was. Wann sollen wir denn starten? Die Worte? Oh Gott. Wo sind die denn überhaupt da hinten? Einen Augenblick, ich muss mal ganz kurz runter, ja? Mhm. Ja, mach das, mach das. Ich nehm schon